Pause, Pause. Kommt beide her, Schatz. Antwort her, Schatz. Ja, was erwartet denn die Gäste heute Abend und wer kommt denn überhaupt? Ja, wir planen ja morgen, wir haben ja 70-jähriges Jubiläum für deutsches Profiboxen und bin stolz, dass bei meiner Gala das ausgetragen wird. Wir haben auch Glück gehabt, dass wir tolle Leute einladen konnten und gewinnen konnten für heutigen Abend und morgen Abend. Das sind die Brüder Klitschko da, die müssen auch gleich jetzt einladen. Darius Mirczewski, Arthur Abraham, Luan Krasnici, also alles, was Namen hat. Wir haben auch viele Schauspieler, Promis, Köche, wir haben alles, was Namen hat, ja. Und wer boxt morgen gegen wen? Morgen boxt der Serge Michel, also das ist ein Junge, der bei mir unter Vertrag ist. Serge Michel, der ein einziger Olympiak, der jetzt in Rio bei Olympischen Spielen dabei war, aus Bayern. Der boxt um einen WBC-Ausscheidungskampf, um die Weltmeisterschaft, also WBC-Ausscheidung für die WM. Und gegen die Nummer 1 aus Kanada, Ryan Ford. Wir sind gespannt, aber wir hoffen auf guten Sieg, auf guten Kampf und guten Siegen. Der Bessere soll gewinnen. Mein erster Kinnhaken. Jetzt, oh ja. Hier. Ich bin ja nebenberuflich Boxer. Das wusste ich nicht. Nee, aber nur auf dem Kopfpolster. So. Nee, ich musste leider das Boxen noch nie anwenden, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die Stimme ist besser. Ja, aber ich werde heute ganz, ganz vorsichtig singen. So. Eher leise. Wenn man so umringt ist von Profiboxern, sollte man eher vorsichtig sein. Brauchst du nicht. Brauch ich nicht, okay. Dann bleibe ich cool. Du liebst also Boxen. Naja, es ist schon, ich meine, die Klitschkos und so habe ich schon gern geschaut, immer muss ich sagen. Es waren immer spannende Boxkämpfe. Mein Fall wäre es nicht. Zum Zuschauen ist es ganz interessant, ja. Solange nicht zu viel Blut fließt, ist es alles in Ordnung und sie sich danach wieder lieb haben und umarmen, dann ist alles gut. Friede, Freude, Eierkuchen. Also du singst heute, gibst du uns die Ehre und morgen nicht? Nee, morgen nicht. Morgen muss ich leider schon wieder weiter. Ich habe nur heute Zeit gehabt und habe gesagt, okay, dann singe ich halt heute zum Dinner. Gibt es auch was Leckeres zum Essen vom Alfons. Freuen wir uns drauf. Okay, ja. Danke dir. Danke, schön. Alfons, her, Schatz. Weißt schon. Wie viele Fotos brauchst du, bis du geschafft hast? Gib's einmal hoch. Du bist bestimmt auch ganz großer Boxfan. Naja, sagen wir mal, wie ich noch ganz klar war, da haben wir natürlich die großen Kämpfe, Cassius Clay und so weiter angeschaut, Mohammed Ali. Wer nicht? Und Boxen finde ich, ja, wenn man mal da vorne gesessen ist in der ersten Reihe und hat das gesehen, wie die da drauf loslegen, dann sage ich mir, da musst du extreme Kondition haben, da musst du schon was aushalten. Jeder Depp kann das nicht machen. Also ich habe schon da Respekt, was die da einfangen und wieder austeilen. Und ich hoffe, dass es schöne Kämpfe gibt morgen und mich freut es, dass die heute das bei uns machen. Was kochst du denn Gutes, um die zu stärken? Ein bisschen Salat, na die boxen ja nicht, die sind ja schon noch dazu. Die anderen, die boxen, die sind ja gar nicht dabei heute. Aber wir machen einen schönen Salat mit Fisch und dann gibt es unser berühmtes Nudelgangerl, dann gibt es ein schönes Stück Fleisch, lauter Männer fast und dann machen wir ein schönes bayerisches Dessert. Schön zusammen. Super, Herr Schauer. Herr Wollenberg, ihr wisst, dass ich 3 Jahre Chef vom Schubeck war. Küchenchef. Herr Wollenberg, einmal hier schauen. Hier schauen. Selbstverständlich, dass wir hierher kommen und freuen wir uns. Axel, dreht sich euch um. Ganz links ein. Komplett nach links ein. Axel, dreht sich euch um. Ich habe Petkos Hand bei mir am Boden. Ist das schön. Axel, einmal hier. Haben Sie denn schon einen Favoriten für morgen Abend? Für morgen Abend? Nee, das sind ja ein paar Kämpfer. Ich glaube, es sind 13 Kämpfer und mal sehen. Ich lasse mich da mal überraschen. Okay. Und wir haben gerade gehört, Sie haben auch gekocht mit Alfons? Ich habe mal mit Alfons kochen dürfen und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich konnte sehr viel lernen von Alfons. Das ist einfach ein Riesentyp und wenn er dir was sagt, er hat es mir erklärt wie ein Boxtrainer sozusagen. Und da habe ich mich versucht dran zu halten. Und ich habe einen zweiten gemacht. In so einer Show mal. Also der Profi-Boxer kocht auch gern privat? Ich koche sehr, sehr gern privat. Also es macht wahnsinnig Spaß, weil man da völlig entspannen kann. Man kann Sachen ausprobieren. Backen ist schon wieder eine andere Nummer. Aber ich sag mal, kochen, grillen ist meine Leidenschaft. Also das macht Spaß. Da kann man ruhig mal was versauen. Dann kriegt man dann irgendwie mit Pfeffer, Salz, Chili kriegt man das immer wieder hin ein bisschen. Das merkt man dann ja nicht. Ich sag, das war so. Gut. Vielen Dank. Sehr gern. Da macht sie gar nichts mehr, ne? Ja. Ja, gar nichts mehr vom ganzen Licht hier. Ja, stimmt. Und dann der Herr, der aus dem Haus schon.